Hallo zusammen und jetzt zeige ich euch den zweiten Teil vom Video. Den Strand, den Weg dorthin und den Campingplatz. Viel Spaß dabei! So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Strand. Ja, da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit und zeige euch ein paar Einblicke davon. Viele Wellen heute. Zeige ich euch mal den Weg von unserem Platz über den Campingplatz zum Waschhäuschen. Genau, und ich fand das wunderschön angelegt. Das Gras war grün, immer frisch gemäht, total weich zum Laufen. Und überall links und rechts die Lampen, die haben nachts voll schön geleuchtet. Genau, dann die Zypressen, die kleinen Bäumchen, ich glaube so heißen die. Und die, quasi diese Büsche, wo dann jeden Platz etwas abgegrenzt haben. Was natürlich wunderschön war, dass die Plätze nicht direkt nebeneinander waren. Also wir sehr viel Platz und auch unsere Ruhe hatten. Genau, und die Waschhäuschen hatten vorne draußen eben zwei Waschbecken zum Geschirrspülen und innen drinnen dann Trockner und Waschmaschine und immer vier Räume, einmal Behinderten-WC und einmal normales WC und zweimal Dusche und WC, quasi wie kleine Badezimmer. Das ist jetzt der Weg weiter über den Campingplatz. Da seht ihr nochmal, wie schön das ringsherum angelegt ist. Da hat halt jeder seine eigene Privatsphäre. Ja, ich fand das richtig cool und konnte so meinen Urlaub echt gut genießen. Ich
dachte, ich zeige euch das, weil das ja echt wunderschön war. Die auch. Genau, dann geht es eben weiter, ganz weg bis vorne zur Rezeption oder beziehungsweise auch gleichzeitig der Shop. Da seht ihr schon die Schranke und daneben so ein Zelt, da konnte man Fahrräder ausleihen. Wir hatten welche dabei, aber wir haben die kaum genutzt, weil da gab es ja keine Fahrradwege. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen mehr am Boden gefilmt, weil ich wollte jetzt nicht irgendwelche Leute erwischen. Und es wackelt leider sehr, es tut mir sehr leid. Ich kann das glaube nicht so genau, das ist der Ausgang zum Strand. Also da gehen wir den Parkplatz dann zum Strand und dann geht es dann nachher für euch weiter. So, und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen im Detail die Waschräume. Hier seht ihr einmal das einzelne Klo mit Waschbecken und hier eben ein quasi kleines Badezimmer, wie ich es immer betitelt habe, mit Toilette, Duschteil und hinter mir habt ihr gerade eben das Waschbecken geschickt. Sie hatten eine Dusche von oben und eins zum in die Hände nehmen. Es gab immer Shampoo, Toilettenpapier, Handtücher zum Wegwerfen. Es gab einen Föhn, Spiegel, also es war wunderschön. Da war immer schon die Melodie da.